Und dann ist natürlich auch immer so dieses, oh mein Gott, noch ein zweites Kind, wunderschön, aber schaffe ich das überhaupt? Bin ich dem überhaupt gewachsen, dem Druck? Bekomme ich das hin? Hi Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich dachte mir, wir machen heute mal so ein Real Talk Video. Ich gucke diese Videos immer sehr, sehr gerne und außerdem haben wir auch nicht immer die Chance, miteinander zu schwätzen und so, keine Ahnung, wie von Freundin zu Freundin miteinander uns zu unterhalten. Auch nicht in den Follow Me Around Videos, da seht ihr ja meinen Alltag und so, aber ja, so ein Real Talk Video wollte ich unbedingt mal machen. Und zwar ein Thema, was wirklich, ich glaube, wo ich täglich drüber angesprochen werde, ist: Möchtet ihr noch ein zweites Baby? Ich glaube, das ist so lustig. Also wenn man keine Kinder hat oder noch nicht verheiratet ist, dann kommt immer erstmal die Frage, wann wollt ihr denn heiraten? Dann kommt die Frage, wann wollt ihr ein Haus kaufen? Dann kommt die Frage, wann wollt ihr ein Kind? Und wenn das erste Kind da ist, wird man immer gefragt, wann das zweite Kind kommt. Also irgendwie ist dieser Druck in der Gesellschaft und dieses Nachfragen, glaube ich, Standard. Und ich will mich da auch gar nicht ausschließen. Bei mir ist genauso. Ich frage auch meine Mädels, und wollt ihr noch ein zweites Kind? Aber man wird das irgendwie so ständig gefragt und man wird im Unterbewusstsein immer sehr unter Druck gesetzt mit solchen Themen, finde ich. Und es ist manchmal, weiß ich nicht, gar nicht so produktiv. Ich glaube, ihr wisst aber alle, dass wir uns für den Milan auf jeden Fall noch ein Geschwisterchen wünschen. Und es haben auch viele gefragt oder geschrieben, ja Mann, dann macht halt einfach. Wo ich mir immer so denke, ja, ich meine, ich weiß auch, wie das funktioniert, aber so leicht ist es halt manchmal nicht. Und viele vergessen, dass nicht jeder so schwanger wird und dass es halt eben nicht immer so einfach ist. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Mädels mir schreiben und sagen, dass sie so lange probieren und es nicht klappt. Und wir gehören ja auch zu denjenigen, wo es halt nicht auf Anhieb funktioniert und wo halt meistens ein bisschen länger dauert. Bei Milan war das ja auch der Fall. Und deswegen finde ich, ist es immer so ein bisschen schwierig dann zu sagen, ja, warum macht man denn nicht einfach, wenn man ein Kind möchte? Und dann ist natürlich auch immer so dieses, oh mein Gott, noch ein zweites Kind, wunderschön, aber schaffe ich das überhaupt? Bin ich dem überhaupt gewachsen, dem Druck? Bekomme ich das hin? Und natürlich habe ich dann auch manchmal so Momente, wo ich denke, boah, ich weiß gar nicht, ob ich das mit einem zweiten Kind schaffen würde. Der Milan, der strapaziert meine Nerven manchmal echt gut und der ist super aktiv und braucht sehr viel Aufmerksamkeit und möchte sehr viel entertained werden. Und dann denke ich mir immer, hätte ich überhaupt noch die Zeit und die Möglichkeiten, mich genauso wie um den Milan, um das zweite Kind zu kümmern? Und meine Freundin und ich, wir sagen dann auch immer so, oh mein Gott, wie sollen wir das schaffen? Wir kriegen das nicht hin. Und dann denke ich mir wieder, ey, wie lächerlich wir eigentlich sind. Ey, es gibt eine Phyllis oder es gibt so viele Mütter da draußen, die 3, 4, 5 Kinder haben. Manche sind noch alleinerziehend und die bekommen das auch hin. Und wir haben manchmal Angst, ein zweites Kind zu bekommen, dass man es irgendwie nicht hinbekommt. Also das ist eigentlich, darf man keinem erzählen, ne? Ich glaube aber trotzdem, dass ich mit dieser Angst in Anführungszeichen nicht alleine bin und dass viele sich Gedanken machen, vielleicht auch finanziell oder von der Organisation her, wie bekomme ich das hin mit der Arbeit, dass ich noch ein zweites Kind irgendwie unterbringe. Es ist wirklich manchmal gar nicht so einfach und ich finde, das Problem ist halt auch einfach, dass die Kitas alle voll sind, dass Kindergartenplätze total schwer zu bekommen sind und da müsste eigentlich am System auch irgendwie mal was geändert werden, weil es kann ja nicht sein, dass Leute, die arbeiten müssen und ihr Kind unterbringen wollen und auch sicher unterbringen wollen, dass das irgendwie nicht so einfach machbar ist. Also das ist echt doof. Ich beobachte dann natürlich auch immer andere Mütter, die dann irgendwie noch ein Würmchen dabei haben, wie die das machen. Und ich glaube, ohne so eine Trage geht dann gar nichts mehr. Ja? Die sind dann immer mit der Trage unterwegs, das Kind ist vorne drin und die anderen spielen und man rennt dann halt dort hinterher. Und erstaunlicherweise habe ich festgestellt, dass die Zweitgeborenen meistens total entspannt sind. Ich meine, das kann natürlich auch mal anders da kommen, aber ich denke, dass die schon ganz anders da irgendwie aufwachsen. Natürlich auch mit einem gewissen Lärmpegel, klar, vom anderen Kind. Und dass sie es gewohnt sind, dass es halt nicht 24 Stunden auch nur um das Würmchen geht, weil natürlich noch ein anderes Kind da ist. Wogegen natürlich das Erstgeborene die ganze Aufmerksamkeit hat, 24 Stunden am Tag so gefühlt. Und das zweite Kind diesen Luxus halt gar nicht mehr so genießen kann oder nicht haben wird. Was halt einfach, ja, was halt einfach Realität ist. Es ist einfach so. Und dann ist natürlich dieses Thema Schwangerschaft, wo ich auch so ein bisschen Angst vor habe. Ich denke mir dann immer so, oh Gott, was ist, wenn du zu den Frauen gehörst, die dann vielleicht, denen es total schlecht ist und denen, keine Ahnung, die dann gar nichts machen können. Was macht man dann mit dem zweiten Kind? Ich habe mit Phyllis drüber gesprochen. Phyllis hatte ja, ich glaube, bei allen drei Schwangerschaften extreme Schwangerschaftsübelkeit. Also so, dass sie wirklich total ausgenockt war und gar nichts mehr ging. Und sie hat auch gesagt, wenn meine Eltern nicht gewesen wären, ich weiß nicht, wie ich es hätte machen sollen. Weil Serki muss ja auch arbeiten. Also unsere Männer müssen natürlich auch arbeiten gehen. Und wie macht man das?
wie macht man das? Ich finde sogar schon, wenn man krank ist als Mama, es ist echt, dann denkt man sich so, oh Gott, ich kann mich noch nicht mal 5 Minuten auf die Couch legen. Was mache ich jetzt? Auch Standardspruch von den Männern, ja, ich will noch ein zweites Kind oder wir können auch ein drittes und ein viertes machen. Das Ding ist aber leider natürlich, dass die Männer den ganzen Tag auf der Arbeit sind und Haushalt und Kind natürlich an den Frauen hängen bleibt, ja. Und es ist ja auch schön, es ist ja auch gut, aber es ist halt auch wirklich anstrengend und es ist harte Arbeit manchmal. Und es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und ja, wenn der Mann dann abends nach Hause kommt und 2 Stunden mit dem Kind vielleicht dann am Tag hat, dann ist das natürlich nicht vergleichbar wie mit einer Mama, die dann irgendwie den ganzen Tag mit dem Kind von morgens bis abends zusammen ist. Und deswegen, ja, es ist natürlich von den Männern immer schön leicht gesagt, wir wollen noch 1000 Kinder haben, wenn die Erziehung natürlich schon irgendwo an der Mama dann auch hängen bleibt. Wisst ihr, was total komisch ist? Ich weiß noch, wo der Milan geboren wurde, was übrigens echt das schönste Erlebnis überhaupt war. Und ich hatte auch wirklich eine tolle Schwangerschaft. Ich habe das total genossen, schwanger zu sein. Ich habe mich wohlgefühlt. Mir ging es super. Also es hätte nicht besser laufen können. Und wo der Milan da war, ich war in so einem richtigen Babyrausch. Ich hätte sofort noch eins machen können. Und es war so, oh mein Gott, ich muss ganz viele Kinder haben. Ich war wirklich total verliebt. Und oh Gott, das klingt jetzt, als wäre ich jetzt nicht mehr verliebt. Ich liebe mein Kind über alles. Also mehr geht schon nicht. Ich kann, jetzt ist er gerade bei der Oma, weil ich Videos drehen wollte für euch. Und ich vermisse ihn schon, ne? Aber man muss dazu sagen, je älter die Kinder werden, umso anstrengender wird es. Also in unserem Fall zumindest. Milan war ein super pflegeleichtes Baby, ja. Den hast du hingelegt und der war ruhig und hat geschlafen. Und man hat alles machen können, was man vorher auch gemacht hat. Und jetzt ist es natürlich nicht mehr so. Er ist super aktiv, er ist wissbegierig, er möchte überall dabei sein. Man kann nicht in Ruhe kochen, also man kann viele Sachen nicht in Ruhe machen. Und ich habe schon versucht, mir viele Hilfsmittel zu holen und so. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass ich jetzt natürlich dann denke, oh mein Gott, Gott sei Dank hast du nicht noch gleich ein Kind hinterhergelegt, weil ich glaube, ich wäre echt überfordert gewesen. Weil es ist ja dann, wenn die wirklich nur so ein Jahr Abstand haben oder so, sind die ja fast wie Zwillinge. Und ich finde es wunderschön, aber ich glaube, ich hätte es einfach nicht geschafft. Dann ist aber auch immer die Frage, wann ist denn der perfekte Zeitpunkt für ein zweites Kind? Ich glaube, das muss auch jeder für sich selber entscheiden. Früher habe ich immer gesagt, ich hätte gern 2 Jahre Abstand. Ja, das kriege ich jetzt natürlich schon gar nicht mehr hin, denn Milan will schon 2 im Sommer. Also werden es locker mal 3 Jahre Abstand sein. Und das ist auch in Ordnung, ja. Mir war halt auch irgendwie wichtig, dass die Kinder dann zusammen vielleicht auch spielen können, was miteinander anfangen können. Ich weiß, es ist ja immer Wunschdenken. Oft ist es dann gar nicht so, die streiten sich irgendwie nur. Aber und dann glaube ich aber manchmal, wenn man dann auch wieder zu lange wartet und diesen Zeitpunkt verpasst und das Kind ist schon so aus dem Gröbsten raus und schläft durch, geht in den Kindergarten oder vielleicht sogar schon in die Schule und man hat so ein Stück weit seine Freiheit wieder, auch als Paar, dass man dann sagt, oh, wollen wir das alles wieder nochmal anfangen? Wollen wir uns das nochmal geben? Das ist dann auch wieder das Problem, ja, weil man muss wirklich dazu sagen, dass eine Partnerschaft auch ein Stück weit darunter leidet. Natürlich hat man nicht mehr die Zeit für seinen Partner, wie es vorher der Fall war. Man hat nicht mehr diese Zweisamkeit. Man ist abends einfach müde. Und was wichtig ist, dass man die Partnerschaft auch nicht verliert und vergisst und auch für seinen Partner einfach da ist. Und wir wollen jetzt versuchen, auch öfters mal so ein paar Dates zu haben, mal wieder essen zu gehen, wo auch der Milan einfach mal nicht dabei ist. Wo es einfach mal nur um uns geht als Liebespaar, ja, und als Eltern. Und meistens hat man ja doch das Kind dann als Thema, wenn man zusammen Abend isst. Eigentlich bin ich ja auch dafür, dass man sich über dieses ganze Thema gar nicht so viele Gedanken macht, dass man seinem Herzen folgt und nicht, weiß ich nicht, im Kopf als grübelt, oh, würde, hätte, könnte, wie wäre es. Im Endeffekt kommt es sowieso meistens ganz anders und ich glaube, man kann sich nicht 100% auf ein zweites Kind auch vorbereiten. Man weiß jetzt ungefähr, was auf einen zukommt, wenn man schon ein Kind hat. Wo man noch kein Kind hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, nein, man weiß es nicht. Man kann sich das nur irgendwie vorstellen und denken, was kommt da auf mich zu? Aber wie es dann wirklich sein wird, kann man sich nicht vorstellen und ausmalen. Jetzt, wo man schon eins hat, weiß man schon ungefähr, was auf einen zukommt. Und trotzdem ist dann auch jedes Kind nochmal komplett anders. Und mit diesem Wissen ist man, glaube ich, immer noch so mit dem, es ist noch anstrengend. Aber ich merke einfach, dass dieser Wunsch, noch ein Baby zu haben, auch immer stärker wird. Also das ist so, wie gesagt, ich habe gleich nach der Geburt von Milan mir gleich noch eins gewünscht eigentlich. Und mittlerweile, dann war wieder so eine, wo ich gesagt habe, nee, eigentlich ist es jetzt ganz cool auch so nur mit dem Milan und ich möchte meine ganze Liebe in den Milan stecken. Das ist ja auch so ein Ding. Man denkt ja dann auch immer, kann ich das zweite Kind nochmal genauso lieben wie mein erstes? Aber da hat mir wirklich jeder versichert und geschrieben und gemacht und getan, dass alle gesagt haben, auf jeden Fall. Weil man denkt sich ja immer, also das war auch schon damals, wo ich schwanger war, dachte ich mir so,
kann ich mein Kind überhaupt so sehr lieben wie meinen Mann? So voll bescheuert eigentlich, aber das habe ich damals gedacht, weil ich liebe halt meinen Mann auch über alles und ich dachte mir so, werde ich mein Kind genauso lieben? Und ey, was soll ich dazu sagen? Das ist einfach so eine extrem krasse Liebe, die man für sein Kind hat. Das ist unglaublich. Man kann das gar nicht beschreiben. Das ist auch eine ganz andere Liebe irgendwie wie zu seinem Ehemann. Das ist ganz anders. Und ja, dann denkt man immer so, hat man denn noch so viel Liebe übrig, ob man noch ein Kind noch mal so lieben kann? Aber ich bin mir ganz sicher, dass es auf jeden Fall so ist. Also ich persönlich finde es immer mega schön, eine große Familie zu haben. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, nur ein Kind zu haben oder auch gar kein Kind zu haben. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich finde, da kann niemand einem irgendwie reinreden oder Tipps geben. Und es will natürlich immer jeder. Jeder sagt dann, mach doch noch eins oder mach doch keins oder weiß ich nicht. Ja, da möchte ja jeder immer alles besser wissen. Aber das muss man im Endeffekt nur für sich selber und mit dem Partner besprechen. Ich glaube, den perfekten Zeitpunkt für ein zweites oder auch für ein erstes Baby gibt es nie. Man findet ja immer gerne Ausreden und sagt, oh, jetzt passt es mir gerade nicht, jetzt bin ich bei der Arbeit gerade irgendwie erfolgreich oder jetzt bauen wir gerade ein Haus oder jetzt machen wir dies und machen wir das. Es wird den 100% perfekten Zeitpunkt nie geben, weder fürs erste noch fürs zweite, wahrscheinlich auch nicht fürs dritte Kind. Obwohl beim dritten Kind ist man wahrscheinlich dann so locker, dass man sagt, es ist egal, ich weiß, was auf mich zukommt, ich habe es alles im Griff. Also irgendwie ist mir heute voll schwindelig von diesem Wetter. Das ist heute so extrem wechselhaft, dass ich kurz eine Cola trinken muss, sorry. Vielleicht könnt ihr mir ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Ängste hattet vor dem zweiten Kind oder auch vor dem ersten Kind, was eure Ängste sind oder ob ich mir da gar keine Gedanken machen muss, ob man das wirklich gut gemeistert bekommt. Natürlich ist jeder auch anders und manche Mütter denke ich immer so, wow, wie schaffen die das alles? Gerade so alleinerziehende Mütter, da muss ich wirklich sagen, da ziehe ich echt meinen Hut vor. Ich weiß nicht, ob ich das so gut meistern würde. Also ich meine, klar, wenn man es dann ist es so und dann muss man da irgendwie durch. Aber manche sind so organisiert, so strukturiert in ihrem Leben und die kriegen irgendwie gefühlt alles auf die Reihe. Und man selbst denkt sich dann so, oh Gott, dann ich beschwere mich wegen irgendwas. Es ist echt, das ist peinlich. Ich hoffe, dieses Video kam jetzt nicht irgendwie negativ rüber. Und wie ihr ja hoffentlich auch raushören konntet, wünschen wir uns von ganzem Herzen ein zweites Kind und hoffen sehr, dass es auch klappt. Aber wie gesagt, da kann man halt niemanden unter Druck setzen und nein, ich bin nicht schwanger, weil diese Frage kriege ich jeden Tag gestellt. Ich kriege jeden Tag geschrieben, bist du schwanger? Du hast einen fetten Bauch. Ja, das ist auch, ja, ich habe halt vielleicht einen dicken Bauch oder so, aber ich bin nicht schwanger. Das ist dann halt total scheiße, ne? Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und war mal ein bisschen abwechslungsreich. Eine kleine Talkrunde mit mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und falls ihr die letzten Videos verpasst haben solltet, dann klickt euch gerne auch da rein und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Tschüss.